Hey ho und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Transport Fever in den USA. Ja, wir befinden uns hier momentan in Topeka und die Stadt wollen wir jetzt auch komplett noch anschließen. Das heißt, wir brauchen hier A, nochmal eine weitere Verbindung zum Bahnhof und zwar, wenn möglich, dann so, dass nur ein Gebäude entfernt werden muss. Ja, da ist jetzt die Steigung zu groß, das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Na komm. Dann halt nicht. So teuer ist das Gebäude jetzt glücklicherweise auch nicht. Okay. Ja, und dann brauchen wir hier jetzt noch innerstädtische Linien. Ja, zwei reichen, denke ich. Und zwar einmal eine von dem Bahnhof hier. Die Straße runter. Auch nochmal mit halt an diesem Bahnhof. Dann eine zentralen Kreuzung und dann noch einmal hier dieses Gebiet abdecken. Und dann gibt es noch eine zweite Linie, die auch hier wieder beide Bahnhöfe halbwegs mitnimmt. Hier das Zentrum und dann das Wohngebiet hier oben. Ich glaube, das hier wird sogar die Linie 1. Keine Ahnung, ich verspreche mir von der irgendwie größere Fahrgastpotenziale. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, bei welcher Liniennummer waren wir denn angekommen. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele. Das hier ist dann unsere Linie 191. Ja. Die führt einmal von hier oben weiter in Richtung dieses Bahnhofs da rechts. Und natürlich wieder zurück. Wie immer eigentlich, außer bei Ringlinien. So, eine Linie 192 gibt es natürlich auch noch. So. Eingerichtet werden die beiden. So, hier können wir wieder auf nur sichtbare schalten. Landnutzung brauchen wir nicht mehr. Was wir dagegen brauchen, ist hier ein Fahrzeugdepot. So, kriegen wir das hier direkt an die Straße rangestellt, ohne dass wir Häuser abreißen müssen. Rangestellt, ja, aber Häuser müssten abgerissen werden, das heißt, es kommt nach hier. Wenn das irgendwo... Ja, das ist mir da, glaube ich, echt zu steil. Das heißt, wir probieren das mal hier oben. Funktioniert's? So. Dann, Twin Coaches brauchen wir ein paar. Und zwar für die Linie 192. Ja, die reichen, denke ich, oder? So. Ist halt immer Scrollarbeit, ja bitte. So, und jetzt noch 191. Wo haben wir sie? Hier. So. Die hat auch einen zufriedenstellenden Takt, von dem her werden wir damit fertig. Was ich gerne auch noch machen würde, also wir dürfen erstmal auf die Route drauf gehen. So, das wird jetzt vermutlich noch ein bisschen laggen. Ja, unsere Städte werden einfach zu groß. Okay, wie auch immer, wir müssen unsere Linien noch ein bisschen zumindest bearbeiten. Und zwar so, wie ist denn hier jetzt die Linienführung? Hier haben wir die Linie 54, die endet momentan hier, die wollen wir aber noch weiterführen. Und zwar einmal hier die Straße hoch. So, wieder auf Haltestellen umschalten. Hat er die da unten jetzt gebaut? Ja, hat er. Bis nach da oben. Moment. Ach, der hat die andere gebaut. Okay. Ja, und auch hier die Linie 51 können wir noch bis hierhin zu dem Bahnhof verlängern. Ja, auch wenn es da ein bisschen steil ist, dann... Moment, verlängern wir erstmal die Linien. Hier nach der Haltestelle 6 kommen zwei weitere dazu. Und das gleiche dann bei der Linie 54 nach der Haltestelle 24. Geht es dann noch ein bisschen weiter. Bis nach da oben.
So. Dann, wo haben wir hier noch Bahnhöfe in Killeen? Hier oben. Da können wir theoretisch die Linie 53 halten lassen. Indem wir die einfach auch nochmal um eine Haltestelle verlängern. Die Haltestelle ist da jetzt ein bisschen ungeschickt. Das heißt, die müssen wir auch noch umbauen. So, und dafür muss ich jetzt wieder pausieren. So. Die Haltestelle wandert dann hier rüber. Und nach der Haltestelle Nummer, was ist es? Auch wieder die 6. Kommen nochmal zwei weitere dazu. Nämlich hier oben am Bahnhof. Okay, dann hier vorne. Das wird wahrscheinlich der Bahnhof sein, der am schwierigsten anzuschließen ist. Da würde ich eigentlich ganz gerne die 54 auch nochmal eine kleine Schleife fahren lassen. Das ist, denke ich mal, die einfachste Möglichkeit, die wir dafür haben. Das heißt, wir nehmen einmal hier die 54 und die hält dann nach der Haltestelle 6 dort oben und nach der Haltestelle 19. So, jetzt scroll runter. Hier haben wir sie. Und darf er auch nochmal da oben halten. Okay. Dann wäre das soweit auch angeschlossen. Dann müssen wir noch kurz runter. Achso, Moment, hier ist nochmal ein Bahnhof. Ja, da können wir auch nochmal die 54 verlängern und die kriegt dann gleich auch noch neue Fahrzeuge, keine Angst. Ja. Bis die 54 dann einfach noch bis zu diesem Bahnhof hier fährt. So, vorausgesetzt, ich kann hier jetzt irgendwo eine Haltestelle bauen. Okay, und dann schnappen wir uns hier noch die Linie. Nach der 13 kommen dann nochmal zwei weitere Stationen dazu. Nämlich die beiden hier, okay. Und dann braucht die 54 dringend weitere Fahrzeuge. Und zwar, hier vorne ist das Depot, nochmal ein paar schöne grüne Fishbowls. Ja, und die dürfen da jetzt alle drauf. Immerhin, die 54 ist die Linie, die die meisten Bahnhöfe so erschließt. Okay, dann weiter geht's. Hier in Mesa sind keine neuen Bahnhöfe dazugekommen. Allerdings hier unten in Garden Grove. So, was haben wir hier an Verkehr? Hier haben wir die Linie 82, die hier oben hinführt. Ja, die 81 kriegen wir da nicht angeschlossen, aber die 82. Das heißt, die 82 wird einfach auch nochmal um eine Station verlängert. Das heißt, nach der 7 geht es nochmal weiter, hier hoch zum Bahnhof. So, neue Fahrzeuge. Ja, ein neues Fahrzeug kriegt die Linie dann auch nochmal. Damit es einfach. Ja. Vom Takt her ähnlich bleibt wie zuvor und auch genügend Fahrgäste zum Bahnhof transportiert werden können, dass unsere Linie hier rentabel ist, die S2. So. Und für die Linie brauchen wir jetzt auch ganz, ganz viele Fahrzeuge. Aber wo haben wir es? Hier vorne. Da fände ich es ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn wir auch etwas schnellere Fahrzeuge haben. Weil die ja doch relativ weite Überlandstrecken hat. Ist halt auch deutlich teurer. Also ich weiß nicht, ob es sich letztendlich rentiert, da was Schnelleres zu nehmen. Ist halt immer so eine Abwägungssache. Ich glaube, wir nehmen da mal einheitliche Fahrzeuge in Rot für die S2.
von Wagen her. Moment. Von Wagen her sind, glaub, halt wirklich hier die Bombardier B-Level am geeignetsten. Und die kaufen wir dann natürlich auch in Rot. Zwei Stück, und diesen Zug, den klonen wir uns jetzt ganz, ganz häufig. Also ich denke, das reicht jetzt langsam. Wir können es ja mal probieren, indem wir die Züge einfach mal auf die S2 drauf schicken und schauen, was für einen Takt haben wir auf der Linie. Hier unten ist sie S2 high, ja perfekt. Ich glaube, bei dem Takt wird niemand meckern. So, und jetzt würde ich gerne hier nochmal ein weiteres Signal platzieren, damit die bestehende S1 auch noch eine Chance hat, hier auf die Strecke drauf fahren zu können. Ja, denn wenn von hier unten Züge kommen und sich hier vorne sämtliche Züge irgendwie langstauen, dann ist es halt nicht der Fall. So, da sind sie jetzt, unsere neuen Fahrzeuge. Ja, kurz wie ihr und je, wie wir es auch schon von der Linie S1 kennen. Aber ich denke mal, die werden ihren Dienst erfüllen, wenn es dann soweit ist. So, der hier muss jetzt warten, da kriegt dann hier glücklicherweise die S1 Vorrang, oder? Ne, kriegt sie nicht. Aber da vorne muss er dann warten. So, und hier halte ich jetzt gleich meine S2 an, denn ansonsten kommt die S1 zu sehr aus dem Takt und das wäre blöd. So. Hier vorne ist es soweit von der Gleisaufteilung zum Glück relativ klar. Hier das Gleis ist für die S1 reserviert, die anderen beiden für die S2, je nach Fahrtrichtung. Das sollte, denke ich mal, keine größeren Probleme verursachen. Ja, und jetzt darf auch der langsam weiter vorfahren. Gleichzeitig kommt hinten schon der nächste S1-Zug, also ich hoffe mal, dass die Strecke hier die nötige Kapazität hat, um beide Linien aufzunehmen. Aber immerhin, mittlerweile warten hier die ersten Leute für beide Linien. Ja, und das finde ich jetzt doch schon mal recht vielversprechend. Okay. Wie sieht's hier aus? Bevölkerung ist auch wieder stark gewachsen, nachdem wir hier einiges weggerissen haben, aber die ist jetzt sogar größer als jemals zuvor. Und von dem her ist da, denke ich, genügend Potenzial da. So, was ist denn hier unten? Warum warten hier so viele Leute? Auf Ost-West-Richtung, ja, das ist unsere Linie 1 hier. Die braucht, denke ich mal, neue Fahrzeuge, so wie die aussehen. Warum macht die Minus? Ja, vermutlich, weil die Fahrzeuge mittlerweile zu alt werden. Und da x'en wir mal das Fahrzeug raus. Hier gibt's richtig neue Torontos drauf. Und zwar in Linienfarbe, in Grün. Ja. Ja, Tram 144 soll ersetzt werden, Linie 1. Ja. Wie könnte es auch anders sein? So, und da dürfen jetzt auch wirklich alle Fahrzeuge ersetzt werden, die es hier gibt. Auf der 1. Egal welchen Alters. Um hier den Wagenpark mal wieder zu vereinheitlichen. Ist, denke ich mal, nicht die schlechteste Methode. Ja, das hier ist jetzt noch ein Linie 6 Zug, aber hier vorne, da fährt eine 1er. Und auch hier entgegenkommt. Das müsste einer sein, ja bitte. So, die meisten wurden jetzt ersetzt. Und der hier. Na gut. Es sind jetzt nur noch drei Fahrzeuge. Das liegt vermutlich auch daran, dass die hier
gerade irgendwie über die Brücke gefahren sind oder dergleichen. Naja. Ja, hier kommt gerade einer, da ist auch einer. So, und der wurde jetzt auch ersetzt. Genauso wie der vorne. Dann der letzte ist. Was mir auch einfällt, hier vorne könnte man natürlich auch nochmal eine Haltestelle hinstellen. In die Kurve rein. So, hier können wir jetzt wieder auf 100% schalten. Alle Fahrzeuge sind neu. So, die neuen Fahrzeuge sind dann natürlich auch etwas schneller, haben eine größere Kapazität. Sprich, wir brauchen keine neuen Fahrzeuge, auch wenn wir hier Haltestellen hinzufügen. So. Dann dürfen die Züge hier in Zukunft auch noch halten. Ah ja, und hier kommen sie an, die Torontos. Das sieht doch mal ganz ordentlich aus. Ja, und auch hier stehen wahnsinnig viele Leute am S-Bahnhof. Für beide Linien. Ja, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht das zu große Chaos wird hier oben. Mit den ganzen S2-Zügen, die drauf wollen. Ja, das geht dann natürlich nur stockend voran mit dem Bahnhof da oben. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir hier unten gehen da eventuell, ja gut, ein paar weiter. Dass wir hier den nächsten Zug mal kurz angehalten kriegen. Dass da die S1 mal überhaupt eine Chance hat, durchzukommen. So, hier. Okay, der hier darf jetzt zum Glück fahren. Ja, und nachdem hätte ich ganz gerne wieder eine S2-Zug. Dass die halt immer so im Wechsel fahren, dann geht's nämlich auch am schnellsten. Und kommt so am wenigsten Staus. Ja, der hier darf jetzt natürlich... Ja, okay, der muss jetzt kurz hier warten, aber müsste er so oder so. Weil es da vorne noch nicht weitergeht. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass hier die restlichen S1-Fahrzeuge auch halbwegs durchkommen. Ich meine, das ist natürlich dann auch für die Gegenrichtung blöd, wenn da keine Züge kommen, um die ganzen Passagiere abzuholen. Ja. Der nächste Zug, der da eine Chance hat, ist der hier. Und der muss sich gerade noch hier durchstauen bis zum S-Bahnhof. So, dann würde ich sagen, schaue ich mal, dass ich gleich hier vorne den nächsten Zug erwische, den nochmal anhalte, dass der Zug rein kann. Dass es da oben wirklich ohne größere Staus vonstatten gehen kann. So. Ich sollte jetzt gleich erstmal ein bisschen mehr Schwung reinbringen, wenn der direkt durchfahren kann. Dann fährt der jetzt hoffentlich los, ja. Macht er. Das heißt, hier kommt jetzt hoffentlich gleich der nächste raus. Ja. So, den halten wir erstmal kurz an. So, und der Zug hier, der dürfte jetzt auch gleich schon weiterfahren dürfen. Genau. Es geht jetzt nämlich deutlich schneller, wenn da zwei Linien gleichzeitig fahren können. Als wenn da immer nur Züge von einer Linie sind.
Der hier kann jetzt nämlich auch direkt schon mal weiterfahren, zumindest bis hier. Da muss er vermutlich kurz warten. Ja. Und auch der hier kann direkt in den Bahnhof reinfahren. Ja, das läuft doch schon mal relativ problemlos. So, das hier ist jetzt ein S1-Zug und oh, okay, jetzt sind da zwei S1-Züge hintereinander, das wollte ich eigentlich auch nicht. Das heißt, wir halten den mal kurz an, sicherheitshalber. Moment, ja. Jetzt bekommt der Zug hier nämlich das Recht, in den Bahnhof reinzufahren. So, kommen eigentlich auch schon wieder die ersten Züge von oben runter? Ist auch wieder so eine Frage. Nee, hier vorne stehen sie gerade noch ein bisschen. Warum das? Achso, okay, da ist einfach der Takt noch ein bisschen zu dicht. Auch gut zu wissen. Der erste Zug in der Gegenrichtung ist momentan, ja, hier vorne am Endbahnhof. Es dauert halt immer ein bisschen, bis man so eine Linie hier komplett passend eingerichtet hat. Aber das hier ist noch ein... Ah, nee, das ist ein... Okay, einen Moment nicht aufgepasst und schon stellen sich wieder zwei S2-Züge hintereinander. Dann müssen wir mal schauen, dass aus diesen zwei Zügen keine drei werden. Denn ihr steht es, hier hinten warten schon deutlich viele weitere Züge. Und hier auf der 51 braucht es neue Fahrzeuge. Naja, da sind noch die alten Schneider unterwegs. Die Schneider. So, da sagen wir jetzt natürlich ja. Und lassen unterdessen hier vorne unser Depot nicht außer Blick. Jetzt muss kurz gewartet werden, weil hier die Aberlein durch möchte. Aber spätestens da oben müsste eh gewartet werden. So. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier den Zug kurz erwischen. Damit der andere Zug hier möglichst zügig durchkommt. Ja, hier vorne wartet dann nochmal einer. Also das ist echt Stau hier auf dem Gleisen. So, dann schauen wir mal kurz, dass hier der andere Zug Vorrang bekommt und... Oh, unsere Fahrzeuge werden zu alt. Hier auf der Grove River Line braucht man einen Fahrzeugersatz. Und zwar... Ja, nehmen wir da dann, denke ich, die Zürich. Das war ein km/h langsamer. Weil sie kostet halt auch weniger. Und dann natürlich noch... Moment, Pause, anhalten hier. Keine zwei S2-Züge hintereinander. So, und dann natürlich auch hier auf der 52 gibt es noch neue Fahrzeuge. In einem schönen Foto. Okay.
So, das funktioniert hier jetzt noch relativ problemlos. Da ist fast hier dieses Streckenstück hier, das Ding mit der kleineren Kapazität. Ansonsten funktioniert das ja echt hervorragend hier oben. Okay. Ja, hier unten die Tram, die muss jetzt natürlich warten. Und wir haben alle S2-Fahrzeuge auf der Linie drauf. Wir haben das also zumindest schon mal geschafft. Naja, auch wenn von hier oben, also die S2-Fahrzeuge erst auf der halben Linie verteilt sind. So, ich würde jetzt halt... Und, oh, wie viele warten hier? 156 Leute, das heißt, da müssen drei Züge kommen, die noch nicht mal Leute an Bord haben, um die überhaupt erstmal alle abzutransportieren. Ich glaube, wir brauchen hier schon bald weitere Fahrzeuge auf der Linie. Ja, der hier ist jetzt zwar noch nicht allzu voll. Wir können auch gerade mal hier mitfahren. Theoretisch zumindest. Praktisch gibt es gerade ein Autosave. Wahrscheinlich ist gerade Monatsende oder so. Naja, jetzt geht es wieder etwas flüssiger. Leider halt auch nur etwas. Ja, aber hier warten jetzt dann doch nochmal einige Leute. Ah ja. Also ich denke, die Linie, die wird über kurz oder lang sehr rentabel. Und oh, wir haben eine neue Güterlok. Nice. Oder ob es überhaupt eine Güterlok ist oder nicht. Ja, mal schauen. Jedenfalls sieht sie auf den ersten Blick aus wie eine. Vielleicht hängen wir die ja auch vor einem Personenzug dran. Gleich mal schauen, was sie kann. Für die neue. Auf jeden Fall Geld kosten. Sie ist schwerer, kostet mehr, hat aber auch mehr PS. Moment, 483 im Vergleich zu... Ja. Ja, und sie ist ein bisschen schneller. So, die ganzen S1-Züge hier, die sind jetzt auch rausgekommen und ich glaube, wir kaufen uns hier nochmal einen S2-Zug. Einfach, weil die Linie, denke ich mal, hier die Fahrzeuge brauchen wird. Dann beißen jetzt natürlich auch beide der Linie zu. Die anderen Fahrzeuge sollten sich mittlerweile eingefahren haben. Oder halt einen entsprechenden Abstand hier gewonnen haben. So, und hier unten warten auch massenhaft Menschen auf die Tram. Wohin auch immer die alle wollen, Tatsache ist, sie wollen mit. Genauso wie hier massenhaft Menschen auf die S2 warten. Wirkt sich das Ganze eigentlich negativ auf unsere El Monte Railway aus? Scheint fast so. Das heißt, wir sollten eventuell auch mal schauen, dass wir hier in dieses Gebiet etwas mehr Menschen bringen können. Damit unsere El Monte Railway nicht zu sehr darunter leidet. So, hier vorne sollte das Ganze jetzt gleich auch mal weitergehen mit den Zügen.
dann hätten wir die. Und ja, wir haben eine neue Bahnstrecke in Betrieb genommen und das war im Prinzip Ziel der heutigen Folge. Wir haben hier neue Fahrzeuge auf eine Linie bringen können und wir haben hier ein Hochhaus. Ich glaube, das war sogar schon mal größer, oder? Aber wir haben hier nicht nur eins, wir haben hier viele. Ja, das hier hinten, das hat sogar noch mehr Einwohner. Der Koloss hier vorne. Ja, das hier unten etwas weniger, aber immer noch sehr, sehr viele für Transport Fever. Ja, und das merkt man. Ja, also ich würde sagen, wir haben es jetzt halbwegs geschafft, hier den innerstädtischen Verkehr auf die Reihe zu bringen, wieder erfolgreich managen zu können, mithilfe unserer neuen S-Bahn. Gut, da warten jetzt halt noch einige. Aber ich denke, das wird sich dann auch noch ändern, wenn dann die Züge erstmal angekommen sind. Und auch das wird sicherlich demnächst der Fall sein. Allerdings auch erst in der nächsten Folge. Bis dahin viel Spaß. Wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.